Und bei so einer Traumelf gehen wir natürlich davon aus, dass Roman Bürki den Kasten sauber hält. Nee, ich habe mir da auch was einfallen lassen. Opa war ein super Typ, neben Platz und auf dem Platz. Ein super Stürmer und mit einfach einer Riesenqualität. Und ich glaube, er hat auch immer, jeden Tag kam er mit einem Lächeln im Gesicht, also, und hat damit auch uns anderen angesteckt. Deshalb ist er bei mir im Sturm gesetzt. Jaden hat eine enorme Qualität, jetzt schon über längere Zeit. Und das ist wirklich dann auch bewiesen, dass er diese Qualität hat und dieses auch immer abrufen kann. Klar ist er noch jung, aber er ist ein Top-Spieler und ohne ihn würden wir deutlich weniger Punkte auf dem Konto haben. Ich durfte auch mit ihm zusammenspielen, war auch einer der Ersten, der mich eingeladen hat zum Essen und so weiter. Also Miki ist ein super Typ, ein super Fußballer. Ja, Shinji habe ich 4 Jahre lang oder 3 Jahre lang, ich weiß gar nicht, den Spind neben ihm gehabt, bin neben ihm in der Kabine gesessen und wir haben immer eine spezielle Beziehung zueinander gehabt. Er ist ein sehr lustiger Typ, auch ein Top-Fußballer mit Riesenqualitäten und deswegen habe ich da Shinji ausgewählt. Ja, Jule ist ein enger Freund. Wir sind zur gleichen Zeit zum BVB gestoßen, haben so uns auch ein bisschen ja, zusammen eingelebt beim BVB und in Dortmund, haben viel in der Freizeit auch zusammen unternommen. Und ich meine, auch er hat tolle Leistungen gebracht und gezeigt, was er kann. Ja, Axel mit seiner Ausstrahlung, mit seiner Erfahrung auch, die er schon gesammelt hat und jetzt auch bei uns ein wichtiger Bestandteil ist der Mannschaft. Deshalb habe ich Axel dort ausgewählt. Ja, ich glaube, Pichu ist schon seit längerem einer der wichtigsten Spieler jetzt auch für mich als Torwart, weil er eigentlich der ist, der am meisten Kopfballduelle gewinnt, wenn ich mal einen Ball auf die Seite schlagen muss. Auf ihn ist er eigentlich immer die erste Lösung, die ich direkt im Kopf habe. Wenn ich nicht weiß, wohin, versuche ich auf Pichu zu spielen. Pichu ist ein Vorbild für alle, wie er arbeitet, sein professionelles Verhalten, seine Einstellung und alles. Deshalb ist für mich was klar, dass Pichu dort gesetzt ist. Ja, Mats ist natürlich auch ein Top-Spieler mit Riesenqualität, Weltmeister, hat Erfahrung, hat Meistertitel gewonnen und ja, gehört auch zum festen Bestandteil meiner Traumelf. Nevin ist, glaube ich, einer der besten Verteidiger, die je beim BVB auch gespielt haben in dieser Zeit und deshalb habe ich Nevin ausgewählt. Er ist, ich glaube, für jeden hier so ein bisschen wie fast Mitbesitzer des Clubs, weil er schon so lange da ist und einfach BVB ist mit Schmelz einfach so wie eins. Teddy ist eine Legende im Club und er ist der mich auch durch alles durchgeführt hat hier in Dortmund. Immer, wenn ich auch schlechte Zeiten hatte, wenn es mir nicht so lief, immer zu mir gehalten hat, immer gut zugesprochen hat. Und das war in diesem Moment sehr wichtig für mich, deshalb habe ich da Teddy ausgewählt.